So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig, das brandneue und aktuelle Lego Batman Magazin Nummer 33 für 6 Euro. Was gibt's dafür? Ein Batmobil. Das ich natürlich schon in groß angeboxt habe, aber trotzdem, in klein gibt es das jetzt auch. Hat 48 Teile, also, naja, es ist trotzdem nicht groß. Eben mal den Kleber hier abmachen, weil ich brauche ja ein Titelbild für das Video. Aber jetzt blättern wir natürlich erstmal in das Lego Batman Magazin Nummer 33 drin herum. Merchandising, Inhaltsverzeichnis. Die Comicbeilage fängt auf Seite 5 an, wie ihr seht. Und wenn ihr die Comicbeilage mitlesen wollt, ihr kennt den Trick ja, immer wieder auf Pause machen, ranzoomen, dann passt das schon. Aber natürlich auch hier werde ich irgendetwas von Lego Batman unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Vielleicht schon was von den neuen Sets. Und wenn ihr den Link benutzt, danke, danke, danke dafür. Damit unterstützt ihr meinen Kanal. So, dieses Magazin ist ja richtig cool gewesen. Habe ich ja auch angeboxt in groß. Meine Bekannten waren Wochenende auf dem Flohmarkt, haben wir davon ein paar Stück mitgebracht. Cool. Dann beginnt, ihr seht, Comic, ja. Der eine oder andere hat das Batman-Mobil. Ich freue mich schon auf das nächste, was jetzt rauskommt. In Blau zwar, aber naja. Ihr seht hier, Bauanleitung brauchen wir gleich. Dann haben wir hier ein Poster. Zwei Seiten natürlich. Die Seite, sagen wir so, kann man was mitmachen im Hintergrund. Und der Rahmen, nur die oberste Front, sieht schon cool aus. Und dann, oh ja, die Schurken. Bang, boom, batsch, ups. Dann ihr seht schon, Merchandising über das neue Lego Jurassic World Magazin. Hatte ich gerade angeboxt, ist hier vor im Netz. So, dann natürlich ein Spielespaß, ein Würfelspiel. Comicbeilage geht weiter. Comic ist auf Seite 29 zu Ende. Ja. Dann wieder Rätselspaß. Rätselspaß. Jetzt kommen wir zur letzten Seite. Was haben wir nächstes Mal drin? Oh, ein Moped. Motorrad. Brauchen wir das wirklich noch? Wir hatten doch, glaube ich, schon 1, 2, weiß ich gar nicht mehr. Wir hatten schon ein paar. Aber es ist wieder ein Motorrad in die Ausgabe 34. Und danach wahrscheinlich wieder eine Minifigur. Aber nichtsdestotrotz bauen wir jetzt das Batmobil zusammen. Dafür brauche ich die Bauanleitung. Hier ist sie. Ihr seht, es geht ziemlich schnell. Bauteile-Tütchen, was dabei ist, mit 48 Teile. Ihr schreibt mir natürlich in die Kommentare, wie ihr das findet, was ihr davon haltet. Habt ihr es selber schon? Sammelt ihr die kleinen Autos? Macht ihr daraus auch ein Diorama, wo so 4, 5 verschiedene sind? Sieht natürlich immer cool aus. Das dazu. Jetzt, zack. Ein Vierer. Dann kommen die Eimer. Wo ist der zweite? Ab, der Reifen nicht weg. Ja. Bin ich denn jetzt sowas? Da ist er doch. Ja, manchmal ist man absolut blind. So, und jetzt kommen wir. Ein Reifenstecker, da ist er, der kommt jetzt hier drunter. Dann kommen die zwei Kanönchen oder Halterung, Auspuff. In diesem Fall wird es wahrscheinlich der Auspuff sein. Zack, 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 zack. Aha, ich brauche dieses Teil hier. Da kommen jetzt zweimal die Eckteile drauf. Einmal. Zweimal, zweite Reifenhalterung,
dann kommt sie hier drunter. So sieht es jetzt im Moment aus. Dann kommt Länge. Oh, gibt es noch einen längeren? Nein. Ich muss mal etwas gucken. Das kommt nach vorne. Ach, dieser Reifen kommt hier noch drüber. Dann kommt dieser Stab hier hin. Okay, den hatte ich gerade vergessen. Die Kotflügel, seht ihr? Aber ändert sich ja in Optik nichts. Jetzt haben wir zwei gelbe. Das sind die Lampen, Scheinwerfer. Zack, dann kommt dieses Teil. Dann kommt die flache. So nach hinten, seht ihr? Schön glatt alles. Passt bis jetzt auf jeden Fall, wie ich finde. Oder was meint ihr? So, jetzt geht's weiter. Wo waren wir jetzt? Da oben. Die zwei transparenten Ecken. Na, kommen hier vor. Einmal. Zweimal. Dann die transparenten flachen. Okay, die hätte ich mir jetzt. Obwohl, die sollen gleich hoch sein, aber das geht doch gar nicht. Ich habe da nichts vergessen. Ah, doch, ich habe da was vergessen. So, und zwar den Vierer, der kommt hier nämlich zwischen. So, ich habe den Vierer vergessen. Ich wollte schon sagen, da fehlt doch irgendetwas. Aber das ist jetzt mein Verdudeln. Einmal hier. Müsste noch ein anderer sein. Dieser hier. Zack, dann kommt die beiden schwarzen hier hinten dran. Einmal. Zweimal. Jetzt den linken. Einmal hier, dieses Teil nach unten hin, dann, oder da ist er jetzt, auch nach unten hin. Das Ganze wird zweimal gebaut, das kommt hier hinten drauf gesteckt. Einmal, zweimal. Jetzt geht's weiter. Dieses Teil. Dann diese Schräge nicht, diese Schräge nicht, diese Schräge. Muss man ja immer wieder aufpassen. Zack, und einen lang hiervon. Seht ihr? Und dann kommt dieses mit der Schräge hierhin. Dass praktisch die Spitze, ihr seht selber, nach innen reingeht. Von außen nicht schlecht. Jetzt kommt die andere Seite. Zweier. Schräge. Dieses Teil. Hier drauf. Haben sogar noch ein paar Teile über. Jetzt noch die vier Reifen zusammen. Da sind die kleinen. Einmal. Die kleinen kommen nach vorne. Einmal. Zweimal. Die breiten Reifen nach hinten. So sollte es sein. Ein Teil ist über. Zack. Zack. Es rollt verdammt gut. Wie gesagt, das ist es nun. Ja, in groß
sieht er natürlich noch besser aus, aber wie gesagt, einige sammeln ja die kleinen, haben ja so 4, 5 Stück in einer so eine Diorama-Kiste drin. Sieht mega cool aus, aber nichtsdestotrotz, was haltet ihr davon? Wie findet ihr das? Schreibt mir das in die Kommentare. Ich verlinke euch irgendetwas von Lego Batman unter das Video. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Wenn ihr den Link benutzt, danke dafür. Ihr schreibt mir jetzt eure Meinung, eure Kommentare. Das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.